MusicStoreTV-Zuschauer. Wir sind jetzt an einem ganz besonderen Stand angekommen, nämlich am Marshall-Stand. Der ist sehr imposant. Hier wimmelt es nur so vor Full-Stacks, ja, eins neben dem anderen. Full-Stacks, 412er-Boxen mit wunderschönen Motiven drauf. Ich habe gerade eine Box mit Gary Moore gesehen, das sah sehr geil aus. Auch was, was ihr echt mal hättet sehen sollen. Ich wünschte, ihr könntet echt hier sein. Aber dafür machen wir das Ganze, ja, dass ihr zu Hause einen Eindruck davon bekommt. Ich habe jetzt das große Glück, den Uwe Halbe neben mir zu haben. Er ist Produktspezialist für Marshall. Und wir stehen auch hier direkt schon am ersten Schmuckstück von Marshall, dem Class 5 Hat. Und da wird er uns jetzt bestimmt ein paar super Infos zugeben. Naja, Marshall gibt es auch in klein und das ist halt Class 5. 5 Watt Vollröhre, Class A Endstufen und ein sehr, sehr straighter Preamp, wie wir sehen, nur mit Volume und einer Dreiband-Klangregelung und das war's. Aber wer Röhrenspezialist ist, der weiß, je weniger Regler an so einem Ding dran ist, desto puristischer der Sound. Und hier geht es halt eindeutig so in Richtung Blues und klassischen Rock. Ja, der Class 5, den es ja als Combo so seit circa einem Jahr gibt, den ist jetzt auch im Top-Teil gegönnt worden. Das heißt, ich habe hier im Ausgangsübertrager zwei Wicklungen. Also ich kann 8 Ohm oder 16 Ohm Boxen anschließen. Es gibt also auch dieses Class 110 Cabinet, eine 1x10er Box, die den gleichen Speaker hat wie der Combo übrigens. Und damit eine kleine transportable Box ist. Ja, und das Ding beim Class 5 ist, einfach mal anhören. Vielleicht interessant an dem Amp, er hat einen Lastwiderstand eingebaut und damit kann ich also auch einen Kopfhörerbetrieb machen. Was ja total cool ist für zu Hause. Und für einen Röhrenamp alles andere als selbstverständlich. Ja. So gibt es bei dem neuen Combo Class 501 zum Beispiel auch die Möglichkeit, diesen Lastwiderstand mit dem internen Lautsprecher laufen zu lassen, sodass ich da nochmal eine Leistungsreduzierung habe. Ja. Das geht beim Top-Teil nicht, denn beim Top-Teil sind die Boxen frei verdrahtet. Das wäre nicht betriebssicher, deshalb hat das Marshall nur beim Combo zugelassen. Aber das Top-Teil, klein und knackig, mit Sicherheit auch mal interessant an der 4x12er zu hören. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eines der idealen Geräte ist für Leute, die halt auch gerne mal mit Effektgeräten arbeiten. Ja, das ist wirklich für Effektgeschichten super geeignet. Ja, wenn du was vorschalten willst und einfach nur einen einfachen, aber richtig gut klingenden Amp als Basis haben möchtest, dann bist du hier richtig bedient. Und eben das mit den 412er Boxen nochmal. Sobald wir das Teil im Laden haben, habt ihr bei uns natürlich die Möglichkeit, auch das Class 5 Top-Teil mit allen möglichen Boxen auszuprobieren, womit man ja immer nochmal ein bisschen anderen Klangcharakter rausholen kann. So, dann danke ich dir. Das ist übrigens auch sofort lieferbar. Also ach so, cool, ja. Perfekt, super, direkt lieferbar und demnächst bei uns im Store. Hast du schon eine Preisvorstellung, wie das da ungefähr aussieht? Der empfohlene Verkaufspreis für das Top-Teil liegt bei 460 Euro. Okay, also, alles klar. Es wird mit Sicherheit darunter sein. Sobald es was Neues gibt, checkt unsere Internetseite www.musicstore.de. Ich freue mich auf euch.